Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück beim Metro Last Light. Hier mit mir, dem Mr. Medizin-Seppe und Artyom. Und ich bin mal im Pausebildschirm, weil nämlich direkt ein Dialog kommt. Und sonst ist es wie das letzte Mal asynchron, weil ich nicht genau weiß, wo die Audacity Stone Spur losgeht. Whee! Auf jeden Fall, wir nähern uns dem Finale. Vielleicht kriege ich es in einer Aufnahmesession durch. Ich bezweifle es zwar gerade noch, aber gut, los geht's. There's danger here, not like before. I feel it. Ich dachte gerade erstmal, was keucht der Sack so? Ah, oh, richtige Taste gedrückt. Woo. Da kommen wir her, da gehen wir hin. Wir spielen das Level roter Platz war es, glaube ich. Red Square hieß es, glaube ich, genau. Ja, wir wechseln mal den Filter. Das verstehe ich nämlich, wie man das macht. Wieder unzählige Leichen. Ja. Der rote Platz. Heißt wahrscheinlich wirklich nicht umsonst so. Die Musik sagt schon die Stimmung. Zerstört. Damals war es eine Metropole. Ja. Dieser Ausblick. Einfach nur schön. Okay. Okay. Sie werden uns also in Ruhe lassen, wenn wir ihnen nicht zu nahe kommen. Ich komme. Okay, wir warten. Einmal ein klarer Sturm oder wie? On my way. Lauf. Boah, Alter, der pustet mich weg. Wie dreckig! Oh, Deckung. Boah. Ich kann meine Maske nicht sauber erwischen, wieso das denn nicht? Ah. Sauberkeit ist immer wichtig. Auch im Sturm. Okay. Ohne dich wäre ich ziemlich am Arsch. Boah. Okay. Okay. Ich gehe weg. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, rot bedeutet, dass sie uns töten wollen. Okay, ich soll hier runter. Und jetzt? Ja, wo soll ich denn lang? Wo soll ich denn da durch? Ah. Understood. Ah, hey! Ist gut. Ich gehe ja schon. Sind das Schüsse oder ist das der Sturm? What the heck? Nein, ey! Ist das Hände?
Was passiert hier? Don't stand. I will help. Sind das die verlorenen? Sind das die verlorenen Seelen? Okay. Das sind wahrscheinlich, sind das die verlorenen Seelen derjenigen, die es nicht geschafft haben? Nee. Nee. Danke, muss ich leider ablehnen. So viele Tote. Und das ist erstens der Fall nach dem Nuklearen. Wow. Das ist meistens der Fall nach einem Atomkrieg. Und das hört jetzt schon wieder nach einem Dämon an. Und das finde ich gar nicht adäquat. Ich habe hab das Gefühl, es wäre fast gut, ihn mitzunehmen. Hier lang? Okay. Also ich folge, sonst wäre ich hier hilflos verloren. Vielleicht sollte ich ihn noch einfach wegpacken, dann würde ich vielleicht gar nicht so verloren gehen. Jetzt wird's. Immer schön Ruhe lassen, hat er gesagt. Den letzten musste ich jetzt zum Glück auch nicht töten, er ist aber abgezogen. Ich darf nicht zu nah an sie ran. Also das weiß der Dämon. Und zudem gehe ich lieber auch wirklich nicht zu nah ran. Okay. Dann sollten wir in Deckung bleiben. Und wo sind die? Willst du mich aufklären? Moment mal, kann. Opa, one more. Put your weapon on the ground and hands behind your head. Scheiße. I will be them. The third one. Well, your luck had to run out someday. You can disregard the order about the weapon, okay? Comrade, we have special orders directly from Comrade Corbett concerning this very ranger. We are to eliminate him. Fire! Fire at will! Don't stand. I will help. No more. Too tired. Attack! Eliminate him, Sigga! Carry out glory, Brilliant! Die ficken meine Deckung. Oder wie sagt man das heutzutage? Okay. We'll help you see. Nicht die beste Idee. Okay. Okay. Die kommen also zu uns runter. Ich hoffe, dass du rechtzeitig gespeichert hast. Sehr schön. Danke. Okay, ich muss gucken. Ich muss hier in Deckung bleiben. Opa, one more. Put your weapon on the ground and hands behind your head. I will beat them. The third one. Well, your luck had to run out someday. You can disregard the order about the weapon, okay? Comrade, we have special orders directly from Comrade Corbett concerning this very ranger. We are to eliminate him. Fire! Fire at will! Don't stand. I will help. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich lang soll. No more. Too tired. Okay, verstanden. Ja, klar, wisst ihr, wo ich bin. Das ist übel. Das ist übel, wenn die mich erwischen. Gib
mit Gimme that Revolver. Außerdem finde ich das scheiße, dass wir keine solide Deckung haben. Kommen die ersten. Wie soll ich denn die Guards ausknocken, Alter? Wie soll mir das denn möglich sein? Also ich weiß nicht mal, ob es möglich ist, aber es müsste doch normalerweise, oder? So ist es eher. Es ist interessanterweise tatsächlich möglich. Spritzerin und Gudisch. Oh, die fickt meine Gasmaske. Das fällt mir gerade auf. Sie zerstören meine Gasmaske. Oh, sau, 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 sau. Gasmaske? Maybe? Lasst mich bloß in Ruhe. Ich bin bescheuert. Ich bin bescheuert. Pavel, du wagst es, mich bescheuert zu nennen. Wir kommen und holen dich. Beziehungsweise ich komme und hole dich. Die Zuschauer werden mir dabei zuschauen. Wow. Beschissen. Beschissen. Aua. Okay. Irgendwas. Au, 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 au. Bin ich irgendwo raus? You didn't like it our way. Didn't want to join us, huh? So you'll just have to buy the fucking dust here. Au, au, au. Ist aber eine fiese Falle, die mir hier gestellt haben. Au. Ich hab Zeit, Freunde. Ich hab Zeit. Wieso kann ich diese scheiß Masken denn nicht aufheben? Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Was ist langweilig? Ich biete dir keine Unterhaltung. Na, warte du. Wenn ich dich in meine alten, rostigen Finger krieg, Freundchen. Deckung. Sind da vorne die Tore aufgegangen? Au! Okay, hier sind Metallplatten. Die können nicht kaputt gehen so einfach. Schnauze halten. Sei froh, dass ich euch keine Kugel in den Kopf jage, Jungs. Und eventuell, naja, glaubt mir, jetzt gibt hier keine Altsoldaten. Ah, Türen sind offen. Ha, hab ich richtig gesehen. Ich krieg dich auch noch, du Sau. Da. You checking me out? Huh? No, of course, it's not like burning helpless mutants, I know. Oh. Okay. Das hat irgendwie mehr Schaden gemacht, als ich einstecken konnte. Huch, wie hat das denn gespeichert? Ich dachte eigentlich. Schnauze! Ich hab keine Blindgranaten oder sowas. So, Artyomushka. You checking out? Huh? No, of course, it's not like... Ich bin nur kein Idiot, mein Freund. Ich renn doch nicht in 1000 Soldaten rein. Ja, du meinst wohl das Verbrennen. Und außerdem meinst du wohl das Verbrennen hilfloser Zivilisten. Dann sprichst du also auch schon von Mutanten, hä? Huh? Trauriges Wesen.
Ist das Pavel selber oder? Also er schafft es mir wegzutreten. Schnauze! Und Schnauze!